Im letzten Video habe ich ja die Wollfarm gebaut. Wir haben jetzt auch schon für das Dach die Wolle, sowie den Beton durch den Sand und Kiesdübel, über den wir schon vor langer Zeit gebaut haben. Jedoch braucht man für blauen Beton ja mehr als Sand und Kies. Und das ist richtig, der Farbstoff. Und vor allem für solche Massen, 20, 30 Doppelkisten, brauche ich halt sehr viel blauen Farbstoff. Was meine Lösung für das Farbstoffproblem ist, das erzähle ich euch im heutigen Video. Schaut gerne auf Twitch vorbei, da bin ich jeden Freitag, Samstag und Sonntag ab 18 Uhr live. Und dann würde ich sagen, rein in das Video. Es geht jetzt an ein neues Projekt, an ein weiteres Projekt im Hinblick auf den Amberpalast, an wahrscheinlich, okay, die letzte Farm, die wir überhaupt bauen müssen, bevor der Amberpalast kommen kann. Wir haben jetzt das, wir haben so viel jetzt geschafft, so viel gemacht, so viel erledigt, so viel Stuff schon durch AFK-Farmen bekommen. Was jetzt ganz entscheidend ist, ist blauer Farbstoff. Denn wie ihr wisst, befindet sich auf dem Dach des Amberpalast ganz viel blauer Beton, ganz viel Lapislazuli sowie blauer Trockenbeton. Und das muss irgendwie gefarmt werden. Dadurch, dass man Beton ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, blauen Beton direkt dupen tue ich ja nicht, das habe ich ja gesagt. Das wird bei mir trotzdem als legit erfarmt, auch wenn wir den Sand und den Kies dafür dupen. Aber den blauen und blauen Trockenbeton müssen wir irgendwie craften. Dafür brauchen wir blauen Farbstoff. Wie bekommt man automatisiert blauen Farbstoff? Man könnte jetzt sagen, Villager, Lapislazuli wäre eine Option, ist es bei mir nicht, denn wir werden uns darum kümmern, eine komplett automatisierte, riesige Blumenfarm zu bauen. Ich brauche wahrscheinlich sogar mehr als 10 Doppelkisten, also wir brauchen 15 Doppelkisten aus oder so, die wir an Blöcken brauchen. Heißt, wir brauchen mindestens 5 Doppelkisten oder so an blauem Farbstoff. Und das ist das Ding, fahr mal 5 Doppelkisten blauen Farbstoff über Lapislazuli oder über irgendwelche Blumen, die du einfach nur so machst. Das geht ja nicht. Deswegen die Blumenfarm, die werden wir in irgendeinem Biom bauen, wo ich jetzt noch nicht ganz weiß, welches es sein wird, aber wir werden eins finden. Und in diesem Blumenbiom kommt dann halt eine riesige Blumenfarm hin. Dort werden rote, gelbe und blaue Blumen produziert. Und wir wollen nur die blauen. Wir werden die roten und gelben trotzdem aufbewahren und da behalten. Ne? Einmal aussortieren, ne? Warum nicht? Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir den Farbstoff irgendwann in diesen Massen. Dann haben wir eigentlich auch den blauen Farbstoff, dann heißt es nur noch Lapislazuli traden en masse, also wirklich, wir brauchen 10 Doppelkisten Blöcke von Lapislazuli, also 10 Doppelkisten Blöcke Lapislazuli und das geht nur, indem wir mit Villagern traden und das nicht wenig. Und dann müssen wir gefühlt noch das halbe End abbauen, denn wir brauchen ganz viel Endstone. Wir gehen ganz kurz nochmal auf die Amberpalast-Welt. Wenn wir hier auf der Amberpalast-Welt mal gucken, also wir haben jetzt, wie gesagt, schon viel, wir haben Sand, wir haben Sandstone. Ist Sandstone, hoffe ich tatsächlich, dass wir genug haben, weil Sandstone brauchen wir auch eine Menge, ne, sehe ich gerade, aber Sandstone sollten wir genug haben und wie ihr seht, hier ist überall Endstone verbaut. In jedem Balken, überall in den Fenstern, überall in dem Design hier oben. Hier ist überall immer ein bisschen Endstone. Das sieht jetzt nicht so viel aus, aber das reimt sich halt auf der Masse, wie wir sie brauchen. Und ich muss dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 Doppelkisten würde ich jetzt einfach mal erst davon ausgehen, dass wir 20 Doppelkisten Endstone halt abbauen mit einer Pickaxe, weil es nicht anders geht. Ne? Da muss halt irgendwie das halbe End weggeschnetzelt werden, aber richtig. Wolle haben wir, Eisenblöcke haben wir, Schneeblöcke haben wir, den weißen Beton bekommen wir easy, das ist gar kein Problem, über Knochen. Pilzblöcke müssen wir auch per Hand noch Farmen, auch wichtig, aber nicht so viele tatsächlich, aber Pilzblöcke fehlen auch noch und dann seht ihr, wie gesagt, eigentlich das Hauptaugenmerk liegt hier auf dem Dach, denn den Rest haben wir soweit, halt bis auf das hier. Blauen Beton, blauen Trockenbeton und blauen Beton brauchen wir auch wesentlich öfter als Lapislazuli. Lapislazuli ist ja ab und zu mal so zwischendrin verbaut und der blaue Beton ist halt wirklich konstant, der ist konstant hier immer wieder und halt ab und zu dann abwechselnd mit blauer Wolle, wofür wir ja jetzt die Wollfarm erst gebaut haben. Ja, wir brauchen eine Menge, wir brauchen wahrscheinlich sogar 30 Doppelkisten, oder? Um die Fläche hier zu füllen, Junge, da brauchen wir ordentlich was. Wir gehen ganz kurz wieder zurück auf die Welt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zuallererst erstmal ein Biom suchen. Das ist wichtig, Chat. Wir brauchen zuerst das Biom, wo wir im Prinzip die Farm hinbauen. Dann brauchen wir Obsidian, das hole ich jetzt direkt. Und dann machen wir direkt wieder eine fette Nether-Verlinkung, dass wir da ordentlich hinkommen. Und wenn wir die Farm haben, wird die wahrscheinlich ja wesentlich öfter als einmal gebaut. Also ich werde nicht nur eine Blumenfarm bauen, ich werde wahrscheinlich 10 bauen oder irgendwas in die Richtung. Es darf halt nicht anfangen zu laggen. Wo muss ich jetzt hin? Zu welchem Biom? Zu einem Blumenbiom im Prinzip. Da, wo so viele Blumen wachsen, oder was? Sag mal, kriegen wir dann aber nicht irgendwie sau viele Blumensorten raus? Also sau viele verschiedenen auch? Also da brauche ich nicht lang. Was geht denn hier ab? Ey, Junge, Endermen sind solche... Ach, ich hasse Endermen so sehr. Endermen zerstören dir deine ganze Welt. Das ist einfach so. Enderman zerstören dir deine gesamte Welt einfach. So sad, Junge. Blumenladen, nein, Plains. Was denn jetzt? Wir gucken jetzt ganz kurz selber nach, weil der Chat nicht ordentlich mit mir kommunizieren kann. Hier, Ebene. Was ist Ebene? Warte, das steht doch dann hier. Warte, ich muss es... Nee. Ist Ebene, Plains einfach. Ach, Ebene ist das hier.
Einfach das ganz normale, okay, ohne viele Bäume und so, okay. Kornblume, ja, okay. Den Korn, Alter, Blumenwald hätten wir hier auch noch. Dann gehen wir auf eine ganz normale Ebene, weiß ich auch, wo eine ist. Ohne große Probleme. Hier, oder? Das ist doch jetzt eine normale Ebene hier, korrekt? Minecraft Plains ist es. Ja, ja, okay, der ganze Chat sagt, ja, heißt, wir bauen hier die Blumenfarm. Zack, dann 1, 2, 3. Geht das? Digga, das ist ein Triggered-Portal, oder? Das sieht ja so scheiße aus. Gottverdammt, das kann ich so nicht lassen. Alter, das sah ja... Das einfach wie Emmy, klein und fett. Nein, Spaß natürlich. Scheiße. Ja, das muss aufhören. So, ja, wir bauen hier erstmal ein bisschen was ab. Wir terraformen schon mal kurz drüber. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn wir so eine kleine gerade Fläche gebaut haben, können wir einmal los und dann holen wir den Stuff. Wir haben jetzt hier einmal kurz schnell rüber geterraformt. Das hat gar nicht lange gedauert. Sieht nach mehr aus, als es eigentlich ist. Und im Prinzip habe ich vor, dass wir irgendwie Glas holen, ganz viel Glas. Und dann hier so ein Viereck bauen, halt mit einer Blumenfarm. Die dann mit Wassersystem, wir haben ja schon mal eine Fungusfarm gebaut, das ist circa das gleiche System. Die es dann runterspült und dann mehrere Etagen übereinander halt einfach irgendwie 5, 6 Stück oder so. Die das dann halt runterspülen und dann halt einsortieren in einem Lagersystem. Das wäre das Ziel. Und jetzt geht's erstmal ran, den Netherportal Verlinkung zu machen, weil, wenn wir hier durchkommen, haben wir leider nicht das Glück, über den Netherdecke rum rauszukommen. Erstmal, warte. 43. So, das müssen wir jetzt gleich durch 8 rechnen. So. Die sind halt nicht weit von zu Hause entfernt, zum Glück. Ja, hier, guck. Ey, lol. Das ist ja direkt da hinten einfach. Tut mir leid. Sorry. Wollte ich nicht. Minus 49 durch 8 ist 5. 5, genau, Digga. Perfekt. 5 wäre 40. Ist 6, ne? 6 ist 48 dann. Und, also erstmal minus 6. Und 900 durch 8 sind 117 oder so, wa? Ja, 117. So, heißt, hier ist dann das nächste Portal. Was denn kommt, guck mal, gar nicht weit entfernt. Ey, das sieht so sexy aus einfach. Ich denke mir immer wieder, holy shit, wie geil. Wir machen jetzt übrigens immer ein paar größere Portale, einfach weil ich Bock habe und Obsidian haben wir mehr als genug. Zack, anzünden. Und das sollte jetzt schon rein theoretisch funktionieren. Das nenne ich mal den verlinkenden Boss. Das hat ja perfekt funktioniert, Bruder. Und vor allem so flott. Zack, weg damit. Weil wir bauen die mal komplett einmal ab, damit es hier nicht so ein Schandfleck in der Landschaft ist. Guck mal. Huh. Ah, das geht mit den Lootern nicht, oder was? Ah, das geht generell nicht, weil wir hier Jump Boost haben, so ein Scheiß. Ich dachte, wir können da so voll hochspeeden. Nether Portal einmal spawn proven. Das Schlauste, was wir machen können, wäre, wenn wir mal eine Farm raussuchen, weil ich immer noch keine Farm habe, die ich bauen will. So, wir gucken mal ganz kurz auf YouTube nach einer geeigneten Farm. Wir brauchen am besten eine, die wir mit mehreren Etagen übereinander bauen können. Super Fast Fire Die Farm, Minecraft 1.16 Plus, Java Edition. Kann man das hat er das mehrere Etagen übereinander? Zeig mal, Kollege. Ja, das ist doch die Farm, die wir bauen wollen, oder nicht? Aber das müssen wir automatisch machen. Das stört mich. Das muss automatisiert funktionieren. Ja, wir werden einfach die bauen und werden dann eine Glock. Aber eine Glock bauen können wir nicht. Wir müssen es irgendwie dann machen, dass dieses Ticken, was hier passiert, automatisch anhält. Oh, das, Digga, ich habe doch gar keinen Plan von Redstone. Das wird doch nichts. Mit dem Ding kriegen wir das hin, Chat. Ja, ja. Genau, wir denken uns beim ersten Segment schon eine Redstone-Technik aus. Und danach werden wir die oberen Segmente bauen. Je nachdem. Und dann sind wir hier in-game. Er zeigt auch direkt, was da für Items sind, ne? Warte, ich mache mir das mal Fullscreen auf. Sieht man das ein bisschen? Also wir brauchen für ein Abteil, wir kalkulieren jetzt einfach mal ein, dass wir 6 Stück aufeinander bauen, okay? Bedeutet, wir brauchen für ein Abteil dann 6x18 Trichter, 6x6 Matronen, 6x1,5, 6 Redstone, 6x5 Verstärker. Und all den Scheiß, der halt da ist. Das müssen wir jetzt einmal ranholen, in Schalkerkisten packen. Dann brauchen wir noch doppelkistenweise Dings, Glas. Für weißes Glas, das ist noch ultra wichtig. Und dann fehlt uns noch definitiv irgendwie zwei Doppel- oder eine Doppelkiste wenigstens an Diorit. Der Rest sollte soweit da sein. Chat, das Ding ist, guck mal, hört mir mal zu, okay? Ich will, dass es eine Farm wird für die Ewigkeit. So, und ich brauche blaue Blumen. Blaue Blumen spawnen einerseits da, wo wir jetzt sind, in dieser Ebene, wo ich schon ein bisschen geterraformt habe, was ja jetzt nicht so viel Zeit gekostet hat. Aber andererseits spawnen sie auch in einem Biom, wo halt ganz viele Blumen spawnen, also ganz viele verschiedene Farben sind. Und dadurch, dass es eine Farbstofffarm wird, die im Prinzip für die Ewigkeit ist, wäre es wirklich einfach schlauer, dadurch, dass sie auch für die Ewigkeit ist, wenn wir das umlegen in, in ein Blumenbiom, also in einem Biom, wo ganz viele Blumen spawnen können, dass wir ganz viele verschiedene Farbstoffe im Prinzip über diese Farm bekommen können, oder so viel, wie halt irgendwie möglich ist, sodass es alles passt, versteht ihr, wie ich meine? So, und dann können wir vielleicht für zukünftige Projekte, oder haben wir für zukünftige Projekte, eventuell gleich mit abgesichert,
indem wir halt die Farbstoffe dann schon zur Hand haben. So ist halt dann ein bisschen schade, weil wir schon die Nether-Portal-Verlinkung gemacht haben und ein bisschen geterraformt haben. Aber ich glaube, das Umplacen wird sich vom Zeitaufwand her lohnen, weil sonst würde ich irgendwann, wenn ich mal wieder neue Farben brauche oder neue Farbstoffe, müsste ich entweder per Hand farmen oder müsste halt nochmal die Farm bauen. Und das macht ja dann auch keinen Sinn. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich habe genug Stuff für 6, 7, 8 Abteile dabei, dann können wir das eigentlich gleich so machen. Dass wir die wirklich für die gesamte Ewigkeit bauen, dass das eine Farm ist, die auch in 3, 4 Versionen noch funktioniert, die wir dann auch noch aktiv nutzen können, wenn wir sie brauchen. Ja, das werden wir umsetzen. So, Diorit, Ressourcen auch wieder aufgestockt. Wir hätten jetzt eine Doppelkiste, die wir davon verbauen können. Dann haben wir auch noch Bruchstein. Wir haben auch Stein dabei, zu allergrößten Not, falls wir das brauchen. Wir haben Holz dabei, halt kein Eichenholz, sondern nur dieses Nether-Scheißholz im Prinzip. Aber auch damit kann man geile Scheiße bauen. Dann werden wir jetzt einmal den neuen Place to Be suchen gehen. Wenn ich mich nicht irre, haben wir hier hinten rechts direkt ein Blumenbiom. Und falls es doch nicht der Fall ist, ist da hinten links eins. Aber das ist noch weiter weg, als der Emmerpill ist. Komm, bitte, bitte, lass mich nicht im Stich, liebe Minecraft-Welt. Lass mich nicht im Stich. Scheiße. Ja, scheiße, die Minecraft-Welt lässt mich im Stich. Ja, für den Arsch, perfekt. Okay, wir fliegen in die andere Richtung, weil das zu 1 Million% hinterm Emmerpill ist im Blumenbiom. Blumenbiome gibt's nur für Coole. Das war so dreist. Fick dich. Wir brauchen nur ein Flowerbiom. Es muss doch irgendwo ein Flowerbiom geben. Ich habe auch kein Bett dabei, weil ich gar nicht dachte, dass wir bis in die Nacht unterwegs sind. Es ist einfach wirklich eine Frechheit, dass du so lange kein Flowerbiom findest. Darauf eine Biene töten. Obwohl Bienen retten den Planeten, ne? Biene töten wäre vielleicht ein bisschen dran. Darauf einen Baum anzünden. Und wir gucken uns an, wie er abbrennt. Das ist Unterhaltung, oder Chat? So, liebe Bäume, ihr dürft weiterbrennen von mir aus. Macht mal. Oh, bitte. Junge, bitte. Wir brauchen doch nur ein Flower. Oh, hier? 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 Oder? Ja! Ja, aber nur ein kleiner. Der reicht nicht mal aus, oder? Junge, was ist denn das für ein Flower-Biom? Obwohl, der geht hier oben noch weiter. Wir merken uns mal die Koordinaten. Wir fliegen trotzdem mal ein bisschen weiter. Vielleicht haben wir ja noch Glück und finden was Größeres kurzzeitig. Falls nicht, bauen wir hier das Portal. Ja, was soll man machen, Alter? Ist halt ein bisschen wack, dass der so klein ist. Das ist das Einzige. Ich hoffe die ganze Zeit, dass wir noch irgendwie Luck haben. Und doch nochmal kurzfristig vielleicht einen kleinen Flower Forest hier finden. Weil das sieht hier gerade irgendwie ganz lukrativ danach aus. Aber so, wie es wirkt, nicht, nee. Ja, wir bauen es da, wo wir es gerade hatten. Wir müssen halt wirklich mit dem Platz gucken. Wir müssen wirklich mit dem Platz gucken, dass wir im Flower Forest bleiben. So, aber vorerst müssen wir hier mal die fucking Lava wegmachen, Junge. Die hat schon gefühlt alles zerstört. Passt mal auf. Der Minecraft-Profi. Der geht relativ... Doch, das reicht vollkommen aus. Der geht relativ weit nach vorne. Wir müssen uns dann nur überlegen, das machen wir am besten jetzt, wie wir das designtechnisch hier reinbauen. Weil hier rein passt es halt gar nicht, ne? Obwohl, wenn wir dieses Viereck dort nutzen und dann einfach halt einen viereckigen Kasten nach oben ziehen und dann müsste es passen. Ja, dann tun wir mal hier oben, vorerst hier oben oder machen wir es unten? Ne, wir machen es ja vorerst hier oben. Einmal das wunderschöne Nether-Portal hin und synchronisieren das dann gleich neu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Zu damit und rein in den Nether. Stopp! Koordinaten 3001. Das kann schon mal jemand durch 8 rechnen, wenn ihr wollt. 310. Ach nee, rechnet mal lieber mit Taschenrechner. Safety first. Ah, guck mal, wo wir rauskommen. Das ist sogar gar nicht so weit weg von zu Hause. Bauen wir einfach hier ab und dann müssen wir nur in die Richtung hier links. Ah ja, mit einer Axt, perfekt. Nur in die Richtung links und dann können wir das Nether-Portal direkt über der Nether-Decke verlinken. Ja, guck mal, hier ist es schon. Wir müssen ja nur über die Nether-Decke. Wir müssen ja nicht raus aus dem Nether. Minus 378 kommt auch hin. Perfekt. Ich danke dir. Nee. Minus 387. Heißt, wir müssen in diese Richtung und diese. Das ist das erste Nether-Portal, was wir auf der Höhe dort bauen. 136 minus 387. Perfekt, so, zack. Dann kommt hier ein fettes Nether-Portal hin. Dann markieren wir uns direkt, wie wir nach Hause kommen. Bam. Perfekt. Nether-Portal-Synchronisation funktioniert. Hier war ein Portal, das Portal... dort müssen wir einmal abbauen. Das ist auch noch wichtig. Dann haben wir Nether-Portal oder das andere Nether-Portal auch soweit fertig. Da hinten rechts seht ihr es. Ganz am Ende des Weges. Aber ganz da hinten, das da, ist das Nether-Portal, was jetzt im Prinzip zur Flower-Farm führt. Wir holen jetzt einmal alle Schalterkisten, holen ein Bett und danach planen wir einmal ganz kurz mit Markierungsblöcken erstmal durch, wie wir diese Farm überhaupt bauen wollen und wie wir sie designen wollen. Und da können wir eigentlich loslegen damit. Oh, aber warte, haben wir eine Schalterkiste voll mit Eisenblöcken? Nee,
Das fehlt nämlich noch. Wir müssen einmal eine Eisen, also eine Schalkiste holen mit voll mit Eisenblöcken. Komm. Hier wird doch wohl irgendwo ein Bett drin liegen, bitte. Ja, hier. Genug Betten, perfekt. Ja, dann gehen wir kurz nochmal eine Schalkiste voll mit Iron holen, also mit Ironblöcken. So, fertig. Jetzt geht's wirklich los, endlich. Nach 2 Stunden Stream und nach 4 Stunden Vorbereitungszeit können wir uns jetzt ranmachen. Ich fliege jetzt zum Baumfarm-Spot. Oh, perfekt, dass wir hier rauskommen. Und bei dem Baumfarm-Spot können wir da eigentlich schon mit Bauen loslegen, mit einem Plan etc. pp. Wir wollen was erreichen, Digga. Ist so, wir sind hungrig. Wir sind Banditen, Digga. Wo bauen wir unsere allzeit lebende, die unfassbar... Hä? Warte mal, wo ist mein Diorit? Oh nein. Ich habe mein Diorit vergessen. Lass nicht drüber reden. Hä? Wo ist mein Diorit? Oh mein Gott. Der Diorit war in der Enderkiste und wir hatten eine Enderkiste vor Ort, dass ich hätte reingucken können und mein Diorit hätte rausnehmen können. Und ich bin jetzt die ganze Zeit zurückgeflogen, um nochmal einen neuen Diorit zu holen, obwohl er in der Enderkiste war, wo ich ihn hätte nehmen können. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, wo kommt die Schalker Wall hin? Weil das Ding ist, da circa kommt dann das Redstone-Gebilde hin. Hier so. Schätze ich mal. Das wäre das Ziel. Es wird halt einfach nur ein viereckiger Klotz. Okay? So. Aber ich würde sagen, wir bauen einfach hier oben die Schalker Wall erstmal hin. Und reißen mal hier die 2 Bäume ab. Die brauchen wir nämlich jetzt hier gerade nicht. So, hier die großen Kackbäume, die können eh abbrennen. Dann machen wir das hier schon mal weg. Und jetzt ist die Frage, ja, ich würde das einfach direkt hier setzen. Weil wir können auch schon mal setzen eigentlich. Nacheinander. Ich muss nur oben drauf Half-Steps platzieren. Das ist halt, dass hier oben nichts spawnt auf den Schalkern. So, zack. Bedeutet, wir machen hier dann, hier kommt dann ein 6er-Beacon auf jeden Fall hin. Jetzt auch die Frage, wo setzen wir ein 6er-Beacon hier hin, Digga? Hier in die Mitte wäre dumm. Eigentlich hier an den Rand einfach, ne? Eigentlich da wäre am besten der 6er-Beacon. Okay, super. Dann können wir da den Beacon jetzt gleich mal hinklatschen. So, warte, wir machen jetzt einmal alle Effekte. Stärke, so, dann einmal Sprungkraft, check. Eile haben wir. Resistenz, check. Schnelligkeit, check, hä? Aber wie kriege ich jetzt Regeneration? Dann kriegst du nur die Stufe 1. Nee, das lohnt sich dann nicht. Mach zweites Mal Eile und dann im Regeneration. Wie, mach zweites Mal Eile und dann im Regeneration? Nee, ich finde das so gut. Wir lassen das so. Die Effekte gefallen mir. Regeneration lohnt sich nicht. Also lohnt sich nicht. Das können wir, wenn dann einstellen, Regeneration kann kommen, wenn wir das gebaut haben. Weil da können wir eine Stufe Sprungkraft wegtun, glaube ich. Oder eine Stufe Stärke. Eins von beiden. Aber jetzt brauchen wir es halt, falls wir mal kämpfen müssen mit Mobs oder whatever. Jetzt müssten wir noch einmal Glas drüber setzen. Zack, zack, zack. So, perfekt. Der Beacon steht. Dann können wir uns jetzt, nachdem der Beacon steht, nachdem die Shulker Wall steht, können wir uns hier einmal an die Planung ranmachen, also wie groß das ganze Ding sein muss. Und wenn wir die Größe haben, können wir einmal erstmal eine Grundfläche bauen, wo wir das Ganze gerade im Prinzip hinbauen. Und dann können wir eigentlich mit dem Bau des Redstone-Krams anfangen. Und wenn wir dann die erste Etage haben und ein gesamtes System entwickelt haben dahinter, kommt einfach Etage für Etage oben drauf, bis wir kein Stuff mehr haben. Und wenn da jetzt 10 Etagen draus werden, dann ist es so. Also, der Chat hat jetzt gesagt, yo, es spawnen nur blaue Blumen an den Stellen, wo sie vorher auch waren. Also hier zum Beispiel. Wenn ich jetzt die abbauen würde, würde hier nur eine neue spawnen. Wenn ich, also, das geht nur hier. Das geht woanders im Biom nicht. Genau das gleiche ist es mit allen anderen Blumen. Bedeutet, es ist dumm, wenn wir eine Etage bauen und die Etage nach oben ziehen, weil dann haben wir nur blauen Farbstoff und halt vielleicht 2, 3 andere. Aber ich will ja eine Farbstofffarm bauen, die viele verschiedene hat. Bedeutet, ich werde es wahrscheinlich einfach so gestalten, dass wir von diesem Viereck, was ich hier jetzt gebaut habe, 4 Stück nebeneinander bauen einfach. Und wenn wir 4 Stück nebeneinander haben, haben wir eine riesige Fläche abgedeckt, wo vorher ja wahrscheinlich andere Blumen gespawnt sind, dass wir auch verschiedenste Blumensorten bekommen können im Prinzip. Das ist jetzt das Ding, was fehlt. Also wir müssen auf jeden Fall eine Clock designen. Und diese Clock muss halt dieses Redstone-Signal ermöglichen, sodass sie vollautomatisch hier läuft. Ja, und wie man die Clock Redstone-technisch baut, ich habe gar keinen Plan. Also ich habe nicht mal, ich habe sonst wenigstens so eine geringe Vorstellung oder so. Aber heute weiß ich gar nichts. Also sinnvoll wäre es ja rein theoretisch, wenn wir eine Clock bauen, die irgendwie 30 Sekunden oder 40 Sekunden im Prinzip kein Redstone-Signal gibt und nur vor sich hin tickt, versteht ihr? Und dann im Prinzip nach 40 Sekunden ein Redstone-Signal gibt. Das Redstone-Signal bepowert ist dann hier und das Redstone-Signal muss für 5 oder 6 Sekunden bleiben. Danach kann die Clock sich wieder reaktivieren und neu anfangen zu starten. Das wäre wahrscheinlich am schlauesten, aber wie kriegen wir denn so verlängertes Signal hin? Guck mal Discord, schreibt Hyrule, wir gucken mal Discord. Ich denke mal, das hier ist von Wolf.
Hat dir das ein Zuschauer zugeschickt? Ist ein bisschen leise. Das hat dir ein Zuschauer zugeschickt, kann es sein? Nee, von deutlicher. Ja, von Zuschauer. Der hat ein extra YouTube-Video dazu gemacht. Alter, der Typ ist so eine Legende. Wir bauen mal die Glock abseits von den Farmen. Gehen zu mal auf die Welt und dann bauen wir die Glock im Prinzip links neben den Farmen. Also hier auf der Seite. Aber da ist auch der Beacon. Nicht, dass wir den Beacon blocken. Dann bauen wir aber rechts. Rechts ist halt das Wasser im Weg. Ja, wir bauen mal hier in den Berg rein die Redstone Clock, so. Und wenn im Berg die Redstone Clock ist, dann müssen wir die ja einfach nur verbinden. Eigentlich, also wenn wir einmal die Clock gebaut haben, muss die ja nur mit allem verbunden werden. Und dann ist ja, der Rest ist ja easy. Aber wird das Bone Meal nicht verbraucht in der Sekunde? Wo nichts produziert wird, wird doch trotzdem Bone Meal verbraucht, oder nicht? Nee. Alter, wie geil. Funktioniert. Geht das? Kann ich irgendwie den Tick verlängern? Also, dass länger, also, dass das Wasser nicht so oft da weggespült wird? Muss ich jetzt wirklich nur mehr Items in die Trichter tun? Warte, habe ich da nicht nur 2 Stück oder so drinne? Da ist doch auch gar nicht ein Stack drinne, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, ach, kein Wunder, dass es die ganze Zeit so schnell geht. Ach, lol. Wir machen mal 2 Stacks rein. Ich glaube, 2 Stacks sind auch super. Dann schalten wir die mal nochmal an und gucken uns mal den Tick an. Weil es kann, also 2 Minuten kann es sein. Emmy, kannst du mal Zeit stoppen? Sagen wir mal, jetzt waren jetzt so 10 Sekunden, 15. Bis maximal 1 Minute 45 darf das jetzt gehen, okay? Starten. Jetzt. 3, 2, 1. Ich darf jetzt bis maximal 1 Minute 45 gehen. Länger nicht. Mhm. Weil ich sonst Angst habe, dass die Items despawnen. Eigentlich kann es auch bis Minute 4 gehen. Also es dürfte gar keine Gelegenheit dafür bestehen, dass sie despawnen können. Aber safely first, weißt du, wie ich meine? Jetzt so. Stopp. Wir können sogar noch ein Stack mehr reinlegen. Wir können locker easy noch ein Stack mehr reinlegen. Die Effizienz ist höher pro Stunde. Ich meine, guck mal, es macht einen riesen Unterschied, wenn alle 30 Sekunden Wasser kommt. Oder wenn jede Minute nur Wasser kommt, Digi. Ja, dann legen wir da jetzt nochmal einen Stack dazu. Weil soweit steht jetzt alles. Wir kreisen gleich nochmal die nächsten 4 Ecke ein. Weil hier hatte ich ja vor, dann im Prinzip nochmal 2 weitere Abteile zu bauen, die dann in den Berg reingehen. Ich hoffe mal, dass ich das gut designt bekomme. Sollte ich aber. Und dann haben wir alle Designs soweit fertig. Die Redstone-Schaltungen entstehen. Redstone müssen wir mal gucken, wie wir das verkabeln. Aber dann wird jetzt werden erstmal alle 4 Farmen grundgebaut im Prinzip, grunddesignt. Und wenn alle Farmen oder alle 4 Farmen grunddesignt sind, können wir eigentlich loslegen, das Lagersystem halt zu bauen und den Waterflow dahin und so. Das wird auch nochmal ganz spannend, da freue ich mich drauf sogar. Wir haben jetzt alles ausgehoben, sieht man auch. Ich habe halt wirklich vor, das hier so zu integrieren, irgendwie die Farm. So, jetzt bauen wir hier im Prinzip die 4 Abteile. Im Prinzip machen wir den gleichen Step 4-mal und dann wieder den gleichen Step 4-mal, wieder den gleichen Step 4-mal, bis halt die Farm komplett oben steht. Machen dann das Finally auch die Finally Redstone-Verbindung im Prinzip, wie wir das hier lösen mit den 2 Redstone-Leitungen, die angeschlossen werden müssen. Danach werden wir einmal hier das Wassersystem in der Mitte bauen. Ich würde das Lagersystem aber eigentlich ganz gerne überirdisch hier oben drüber direkt bauen, dass man im Prinzip nach unten guckt und mal runter guckt und so einen Glasboden hat und dann hier im Prinzip die Kisten drauf sind. Genau, das wäre ein Dream. Und dann müssen wir ja noch in der 1.17 dann, wenn es soweit ist, müssen wir unbedingt entweder hier dann in dem Abteil oder irgendwo noch eine Knochenmehlfarm bauen. Die ist dann noch die ganz dicke, die fehlt. 6, 8, 10, 11, genau, perfekt. Die erste Etage. Oder die erste Etage, die ersten 4 Farmen stehen, die Glock funktioniert, ist verbunden mit den Farmen. Also da ist alles super hier, ich würde es euch gerne zeigen, aber es ist relativ aufwendig, hier reinzufliegen. Ich hier irgendwie einmal... Ja, aber Redstone ist verbunden, die Glock ist verbunden. Das funktioniert soweit hier auch alles. Hier ist im Prinzip der Anschalter. Den müssen wir dann, sobald alle Farmen angeschlossen sind, einmal nach vorne leiten zum Hauptlagersystem halt. Also da, wo der Hauptspot dieser Farm sein wird. Da, wo wir gefühlt immer sein werden, wo wir alles einsortieren. Wisst ihr, wie ich meine? Hier kommt dann in der 1.17, ich werde morgen auf die 1.17 updaten, kommt dann hier die 1.17 Knochenmehlfarm direkt hin. Also ich denke mal, die geht dann von da hinten bis nach da hinten oder so. Die dann Knochenmehl produziert, was dann hier direkt einsortiert wird. Hab, wie gesagt, ein bisschen Angst, dass die Trichter halt von der Schnelligkeit einfach zu langsam sind, um das alles ordentlich nachzufüllen und dass es alles vollautomatisch funktioniert. Und danach folgt halt Lagersystem, ne? Mit Schalkerfillern am liebsten. Wäre geil, wenn wir dann in der 1.17 direkt eine Schalkerfarm bauen, dass wir die Schalkerfiller hier auch direkt ordentlich gut integrieren können. Plan oder Ziel ist es halt,
dass wir am Ende hier so ein so Glas drum machen und dann so einen viereckigen modernen Kasten im Prinzip machen oder plus minus Kasten, ich will da ein bisschen Designs hinzufügen und so, und dass man hier oben drauf dann im Prinzip das Lagersystem hat, ne, dass da eine Glasdecke drauf ist, man da drunter, ne, den Boden auch und so, machen wir alles mit Glas oder so gut wir können mit Glas, dass man wirklich nach unten guckt und alle drei Etagen im Prinzip sieht. Ob ich das mit dem Design am Ende wirklich so umsetze, wer weiß. Lasst gerne eine kleine Bewertung da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.